Hallo liebe Leute, mein Name ist Markus und willkommen zu einem großen Interview mit dem Messi. Vielen Dank, Herr Messi, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Die erste Frage ist von Didi Boon. Wie ist Ihre Beziehung mit Ronaldo? Können Sie da irgendwie was genauer sagen? Was für Beziehung? Ich bin nichts schwul mit Ronaldo. Ronaldo ist wirklich ein schöner Junge. Und ich habe nichts gegen Schwule. Aber ich bin schon lange zusammen mit meiner Frau. Wir haben uns erst einmal gesehen im Gymnasium in Kosovo und seitdem sind wir zusammen. Ein Schuldmess, ne? So ist das. Ronaldo ist aber eine sehr guter Spieler, einer der Besten auf ganzer Welt. Viele wissen nicht, Ronaldo ist auch Albaner und kommt auch aus Kosovo, so wie ich. Sein Großvater ist Cousin von meinem Großvater. Unser Streit ist alles. Alles fake, wir verarschen nur alle. Wir sind verwandt und auch sehr gute Freunde. Vielen Dank für diese ausführliche Antwort und die nächste Frage ist von Addison Adrian. Wann wirst du das nächste Mal deine Heimat besuchen? In Kosovo im Sommer werde ich gehen wie jedes Jahr mit meiner Familie. Ich will dieses Jahr machen ein Fan-Treffen mit Afrem und Bashkim bei Shaban in Pristin. Das wird sehr, sehr gut, glaube ich. Dann wünsche ich Ihnen sehr viel Spaß in Ihrer Heimat, Herr Messi. So, die nächsten zwei Fragen. Einmal von dem Rikai. Wie sind Sie zu einer Bohrmaschine geworden? Und die nächste Frage ist von dem Marcel Davis. Wie machst du den perfekten Massaker? Also zu deiner ersten Frage, wie ich geworden bin, so eine Maschine. Ich wollte stolz machen, meinen Eltern, weil damals als Kind hatten wir fast nichts. Und deshalb, meine Motivation ist so hoch zu sein, der beste Spieler in Geschichte. Meine Familie muss nie wieder arbeiten. Und zur zweiten Frage, wie mache ich Massaker? Aufs Spielfeld will ich einfach umbringen, schieße drei Tore, das ist Massaker. Freunde, willkommen zu einer kurzen Werbung. Und zwar haben wir jetzt eine Partnerschaft mit Wondershare. Das freut uns wirklich sehr, weil wir kriegen eigentlich keine Placements, weil wir Auslanderer sind. Deswegen freut uns das wirklich sehr, dass wir hier ein Placement bekommen haben, weil deren Programm benutzen wir auch für unsere YouTube-Videos. Es ist völlig free, ihr findet einen Link in der Videobeschreibung. Und sie haben auch eine Handy-App, die benutze ich auch, wenn ich irgendwelche Memes schneide für unsere Instagram- oder TikTok-Kanäle. Und außerdem findet ihr auch Tutorials in der Videobeschreibung, Freunde. Also ladet es euch runter, der Link ist in der Videobeschreibung. Es ist völlig kostenlos und mit jedem Download unterstützt ihr uns. Auf jeden Fall, jetzt wollte ich euch zeigen, wie ich das heutige Video geschnitten habe bei Filmora. Also das erste, was ich gemacht habe, Freunde, ist, ich habe mir ein Interview von Messi rausgesucht, was man gut bearbeiten könnte, was auch lustig aussehen könnte. Dann habe ich das Gesagte von Messi in kleinere Parts unterteilt und dann einen Text auf Deutsch geschrieben, der ungefähr auf seine Lippenbewegungen passt. Danach, Freunde, haben wir Arton aka Afrem aka Markus aufgenommen, mit einem Greenscreen ihn eingefügt, den Greenscreen entfernt und auf die Videospur gelegt, damit es so aussieht, als würden Messi und Arton nebeneinander sitzen. Das letzte, was man erledigen muss bei solchen Videos, ist die Geräuschkulisse. Also ich muss ungefähr den Sound des echten Interviews anpassen mit meinem Interview. Im echten Interview hat man Naturgeräusche gehört, Vögel im Hintergrund und sowas habe ich auch eingefügt. Solche Soundeffekte findet man einfach bei YouTube. Dann noch unsere typisch albanische Musik hinzugefügt und fertig ist das Video, Freunde, und viel Spaß mit dem Rest des Videos. Die nächste Frage ist von Annie Beck. Van Damme oder Jackie Chan? Das ist wirklich eine schwere Frage. Ich bin aufgewachsen mit Filmen von Van Damme, Bruce Lee, Jackie Chan, aber auch Dragon Ball. Und deshalb ist es schwer, eine auszusuchen. Eine von den beiden, glaube ich. Wenn ich jetzt wirklich einen aussuchen muss, würde ich mir aussuchen Jackie Chan, weil er ist nicht nur ein brutaler Kämpfer. Und lustig ist er auch, er hat sehr lustige Filme und normal macht er auch alle seine Stunts selbst. Er hat für seine Filme oft riskiert sein Leben und deshalb verdient er Respekt von uns. Meine Lieblingsfilme von Jackie Chan sind Rush Hour und auch Rumble in the Bronx und auch Drunken Master habe ich als Kind geguckt. So, lieber Messi, dann bedanke ich mich auch für dieses Interview. Für mehr Zeit hatten wir leider kein Geld, um sie zu bezahlen. Wir kommen auch schon zu der letzten Frage von Tana Fesli. Warum bist du kein Torwart oder ein Verteidiger geworden? Kannst du mir dazu etwas sagen? Weil man kriegt als Stürmer viel mehr Frauen als so eine schwule Torwart. Aber reicht jetzt mit Interview. Tschüss.